Moin Moin und willkommen zurück auf Gaming Paradise 9046 zu unserer Union Berlin Karriere zum 13. Spieltag hier heute zum Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Aber zunächst gehen wir mal rein. Wir haben eine Nachricht, dass Albornoz und Giekiewicz auf Länderspielreise sind und Gogia von Fulham angefragt wird. 1,5. Also 2 Millionen und 2,4 Millionen hätten wir ganz gern für Gogia. Und damit gehen wir dann rein sonntags in das Heimspiel zu Hause gegen Fürth. Wir in Rot natürlich die Führt da in Grün. Parallel läuft Hannover gegen Aue und Kiel gegen Bochum. Und wir gehen mit dieser Aufstellung rein in das Heimspiel gegen die Fürther, die wie gesagt Tabellen 17. sind. Und wir könnte mit einem Sieg heute uns weiter nach oben angreifen. Es sind, ich glaube, 8 oder 9 Punkte im Moment auf Platz 3. Aber naja, wir schauen mal, wie weit wir uns in dieser Saison nach oben ranpirschen können. Auf geht's, wir stoßen an in Rot, von links nach rechts. Auf geht's. Uca, Prömel, Subotic. Prömel wieder mit dabei heute. Schmiedebach, Reichel, Schmiedebach, Prümmel, schlechter Ball, Seguin, Ernst, Sontheimer, Leveling für die Spielvereinigung, auf Ernst gut dazwischen und Friedrich mit dem Spielaufbau, Reichel, wieder Friedrich, Hübner, Subotic, Bülter die Linie entlang auf Abdullahi und der gegen Moa kann sich nicht durchsetzen und holt auch nicht Einwurf, gibt Einwurf für die Fürther in Höhe des 16ers von Moa. Abdullahi ist aber da sofort dazwischen. Abdullahi nochmal gegen Moa kann sich nicht durchsetzen. Der lange Ball. Friedrich, aber Sontheimer kann die Ablage einfach weglaufen. Und Leverling wieder für Sontheimer. Für die Spielvereinigung, die jetzt hier versucht. Prömel. Reichel. Schmiedebach. Auf Prömel. Schmiedebach gegen Sontheimer. Mees kommt dazu. Zurückgelegt. Schmiedebach. Prömel. Mees. Uca. Geht vorbei. Uca kann sich nicht durchsetzen. Kalejuri klärt. Auf Stefaniak. Man wird Stefaniak. Auf Ernst. Seguin die Linie entlang. Aber Bülter vor Stefaniak. Hannover 1-0 gegen Aue. Hübner. Reichel. Schmiedebach. Mees deutet, Uta läutet den Daufweg an, Caligiuri ist dazwischen und bekommt den Ball wieder. Auf Ernst, auf Seguin, Sontheimer, Gotha, an dem Union ja interessiert ist. Leveling, nochmal gut runter, da ist Leveling, der Zurücklage Seguin zu Subotic. Mees, Schmiedebach, konnte Chance. Uca und Prömel Abdullahi ab dafür 1-0, 19. Minute. Richtig gut gespielter Konter. Und Abdullahi ab dafür mit dem 1-0. Saisontor Nummer 4 für ihn in dieser Saison. Mal schauen, wie die Fürther jetzt darauf reagieren. Sontheimer, Caligiuri auf
Kavare, Leveling, Friedrich Starke dazwischen. Reichel, Mees, Schmiedebach, Prömel. Schmiedebach, Reichel, Uca, Mies, Abdullahi geht dann in die Box, macht das gut, bringt ihn heute nochmal in die Mitte. Mies kommt nicht ran, doch Mies kriegt den Ball noch, kann den Ball aber nicht ablegen. Der gute Ball auf Leveling. Leveling schneller als den Kollege, Aue gleicht aus und gibt Einwurf für Union. Kill Reichel beim Einwurf auf Schmiedebach. Auf Mees. Auf Schmiedebach. Auf Prömel. Uca. Abdullahi. Wieder Uca. Gegen Kalitur kommt nicht dran und Schafran klärt zum Einwurf. Bleib beim Einwurf. Joshua Mees. Die Flanke. Grisha Prümel, Kopfball. Knapp am Kasten vorbei. Schafrans langer Ball. Kopfball. Ballduell. Uca behält den Ball. Abdullahi. Morda ist dazwischen. Stefaniak. Seguin. Stefaniak. Bülter klärt den Seiten aus. Gut gemacht. Und orientiert sich dann gleich zurück. Gut gemacht. Maffrey. Mohr. Seguin. Rigota. Ernst. Subotic versucht sich reinzuwerfen und der Abschluss geht weit über den, oder knapp über den Kasten. Sagen wir so, Giekewitz mit dem langen Ball in der 35. Minute. Uca gewinnt das Kopfballduell, aber nicht gut. Seguin, Ernst, Sontheimer wieder Ernst, wieder Sontheimer, direkter Ball. Gotha, langer Ball, Leveling im Abseits. Freistoß. Giekiewicz, Ken Reichel und der schickt gleich mal Joshua Mees. Oh, der ist leider, weil ich leider ins Aus. Kommt nicht dran. Langer Ball. Kopfballduell gewonnen, Schmiedebach. Aber Sontheimer ist dazwischen. Leveling. Levelings Flanke. Sirgota. Subotic ist zu weit weg. Giekiewicz, langer Ball da nach außen. Uca. Kalejuri setzt sich da durch, legt ab. Sonntimer. Leveling. Mees. Prömel. Dulahi, Uca will das Ding ablegen, aber findet Prömel nicht. Wieder Kavare für die Spielvereinigung. Sonntag mal wieder Kavare für die jetzt hier Gas geben. Langer Ball von Kavare, den kriegt Ernst nicht mehr. Der geht in Seiten aus. In Tor als Abschluss. In der 44. Minute. Hier wird's langer Ball. Abdullahi gewinnt das Kopfballduell. Uca. Schmiedebach. Fehlpass, Ernst, Rigota. Der Ball gechippt, den kriegt Leveling. Friedrich ist da, Subotic klärt. Sontheimer, Ernst. Sontheimer, Kavare. Und dann ist hier Halbzeit. Und damit
Gehen wir rein. Hannover gegen Aue 1-1 und Bochum führt 1-0 in Kiel. Wir führen 1-0 gegen Fürth und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang. Und Fürth stößt an. Gotha Ernst. Sontheimer. Mafrei. Ernst. Stefaniak. Gotha. Stefaniaks langer Ball. Bülter, langer Ball. Gikiewicz. Langer Ball nach dann. Auja versucht. Kavara, Leveling. Schmiedebach. Ernst. Subotic klärt. Anruf für 2-1. Prömel. Schmiedebach. Reichels, langer Ball. Kavare, Mees versucht drauf zu schieben. Kalucuri, Kavare, Ernst, Sontheimer, Subotic, guter Spielpass, Seguin, Kavare, Schmiedebach, Prömel, Schmiedebach, starker Ball auf Mees, Joshua Mees über die Seite gegen Kavare, macht das gut, bringt sogar die Flanke noch, Abdullahi kommt nicht ran, Uca gegen Schafran auch nicht. Der Abwurf vom Keeper der Fürther auf Stefaniak über die Seite, Ablage in die Mitte, Seguin noch eins abgelegt, Ernst, langer Ball, Friedrich ist dazwischen. Mees, Uca, Uca Foulspiel gepfiffen. Von Kavare, meine ich, ja. Er müsste dafür die gelbe Karte sehen, so sieht's aus. Jetzt erst wächst der Fürther, da ist Gotha, der rausgeht. Dafür kommt in die Partie. Wer bitte? Anzeige. Ich würde gerne wissen, wer da kommt. Schmiedebachs Freistoß kommt erstmal in die Mitte. Reichel. Nielsen kommt in die Partie. Bülter kann den langen Schlag erstmal abfangen und kann den nächsten Spielangriff aufbauen. Prömel, Schmiedebach, Leveling, Uta kommt nicht ran. Sontheimer, Ernst, Ernst, Leveling, Kavares Flanke auf den langen Pfosten. Bülter klärt. Auf Abdullahi. Abdullahi. Uca. Guter Ball von Uca auf Mees. Mees, spitzer Winkel. Schafran pariert aber diese Aktion. Nächster Wechsel. Green kommt bei der Spielvereinigung. Eckball. Bülters Eckball. Gefährlich kurzer Pfosten und es gibt Abstoß. Bülter schiebt kurz vorne drauf. Langer Ball. Subotic ist dazwischen. Green, Seguin. Green. Green, Hübner dazwischen. Uca. Mees. Mees, gut versucht vorbeizukommen, aber Kavare ist dazwischen. Green, Leveling, Sontheimer in die Mitte, Seguin nochmal auf Green. Die Fürther werden besser hier zum Ende des Spiels. Moore, Subotic, der Ball auf Bülter, der den Ball einfach nur hinten rausschlägt. Wir gehen rein, werden mal wechseln, werden heute Mees rausnehmen, werden dafür Gogia bringen. Wir werden Schlotterbeck in die Innenverteidigung bringen für Subotic. Doppelwechsel zunächst mal nur. Uca versucht, Kalajuri ist dazwischen. Sontheimer. Seguin, langer Ball, Green. Die Ablage Subotic ist dazwischen. Mees. Uca. Uca wartet und findet dann Abdullahi. Der will ihn durchstecken, da ist Prömel. Die Hereingabe findet Abdullahi und der kriegt den Ball nicht unter.
73. Minute. Der Eingriff ist eigentlich richtig gut gespielt. Den muss er doch einfach nur noch einnicken und er legt ihn drüber. Das kann, muss das 2-0 sein. Marfrei. Mohr. Seguin. Sontheimer. Langer Ball. Leveling. Die Flanke kommt. Hübner klärt. Abdullahi holt den Ballgewinn für Union und Spielaufbau. Schlotterbeck. Friedrich. Schlotterbeck. Prömel. Miedebach. Reichel. Die Linie entlang. Gogi am Abseits. Dritter Wechsel. Redondo kommt für Leveling. In die Partie. Caligiuri ist langer Ball von der Spielvereinigung. Aber Brömel ist dazwischen. Miedebach. Gogia. Brömel. Guter Ball. Abdullahi kommt nicht ran. Und Schaffra mit dem nächsten langen Ball. Wieder Miedebach. Brömel, Gogia, Schmiedebach, Gogia, setzt sich durch, Akagi, Gogia, Schaffran ist noch dran, Mafrei, Sontheimer, Nielsen, Mohr, Stefaniak über die Außen, Stefaniaks Flanke, Hübner klärt. 4 Minuten noch plus Nachspielzeit hier an der alten Försterei. Abdullahi. Sontheimer. Schlotterbeck kommt nicht mehr zur Klärung. Aber es gibt Abstoß. Gikiewicz schaut und überlegt und wird den Ball lang auf die Außenbahn schlagen. Reichel, Gogia, Reichel, Schmiedebachs Ball. Was für ein Ball. Abdullahi, spitzer Winkel. Schade. Gogia, Seguin, Green. Gogia, Uca, Ballverlust, nochmal langer Ball, Nielsen Ablage, Sontheimer, Nielsen, Mohr, Prömel mit dem Foul. Wir sind in der Nachspielzeit und es ist hier gleich Schluss. Freistoß, letzte Aktion wahrscheinlich dieser Partie, 38 Meter, Freistoß von Kavare. Geht weit am Tor vorbei und dann gibt es noch den Abstoß. Nein, es sieht so aus, als sei hier Schluss. Hier ist Schluss. Und Union Berlin gewinnt zu Hause 1-0 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Hannover gewinnt 3-1 zu Hause gegen Aue und Bochum gewinnt 3-0 in Kiel, nachdem wir 1-4 in Bochum gewonnen haben. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Sind Sie zufrieden mit dem Spielchen im zweiten Durchgang? Ich konzentriere mich einfach auf nächstes Spiel und wir sind froh, dass wir diesen Sieg geholt haben. Sie konnten die Wende noch schaffen und das entscheidende Tor machen. Hatten Sie Zweifel? Nee, ich habe unserer Mannschaft vertraut natürlich. Mohr war heute beim Gegner stark. Und ja, wir haben unser Spiel gemacht, würde ich sagen. Für diese kurzen und dann gewinnen wir die Partie. Wir haben eine E-Mail, das Nationalteam, genau, wird Rafael Gikiewicz nominiert. Das wissen wir aber schon. Dann gehen wir rein ins Training. Jugend Albrecht mit einem A, sind wir mal mit einem D. Auke mit einem C, Niklas mit einem A und auch der mit einem D. Wunderbar. Gute Einheit, gefällt mir.
Damit springen wir vor auf Platz 6. Wir gehen ein paar Tage voran. Wir haben Abschlussberichte. Die Länderspielpause ist auch. Dann gehen wir mal rein in die Abschlussberichte. Robin Bormuth mit 71. Wir setzen ihn mal auf die Liste. Nübel setzen wir auch mal auf die Liste. Schönlau eher nicht. Karaman auch nicht. Campino allerdings schon. Und NTRJ ist auch mal auf die Liste. Mal gucken, was dann vielleicht im Winter dabei rumkommt. Wir gehen nochmal ins Training. Deal wird rausgenommen. Dafür wird Wolf trainiert. Wir schauen mal, was wir ihm mit was wir ihm trainieren. Wir werden ihn auf jeden Fall mal mit dem defensiven Setup trainieren, um mal zu schauen. D, jetzt sind wir mal mit B, Albrecht mit C, Aoki mit B und das mit B, okay. Und damit würde ich sagen, beende ich den Part und wir spielen dann im nächsten Spieltag gegen den VfB Stuttgart. Die da auf dem Platz reicht, aber das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, der Part hat euch gefallen und sage danke fürs Zuschauen.